Da sind wir auch schon wieder bei Pillars of Eternity White March, immer noch mitten in der Dolgans Batterie, haben den letzten Steinsockel, den wir hier einsetzen können und setzen das Siegel des Schildes in die Vertiefung. Ja, das klappt wieder und zack, jetzt sind alle Siegel drin. Und jetzt hätte man das wahrscheinlich vom Altar nehmen können. Ja, das hat mal gar nichts gebracht, aber gut, ich, ja. Ich denke mal, dieser Kampf, der eben hier war, der war ja wirklich bockschwer. Also wir sind ja sofort fast draufgegangen. Den hätte man vermeiden können, wenn man diese Siegel hier einsetzt. Nun gut, sei es drum. Dann nehmen wir den letzten Weg, der uns hier noch bleibt, nämlich Norden, Westen, Süden, Osten. So, Norden drücken. Ja, im Uhrzeigersinn Norden, West. Oh mein Gott, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Es tut mir leid, Moment, ich gucke nochmal ganz kurz nach. Norden, das war klar. Dann Norden, NWSO, NWSO, NWSO. N. Westen wäre dann gegen den Uhrzeigersinn. W. S. Du drückst gegen die Scheibe, als der Pfeil nach Süden zeigt. Du spürst einen befriedigenden, dumpfen Schlag und bemerkst, dass die Scheibe etwa einen Zentimeter in die Vertiefung gerutscht ist. Die Tür ist noch immer versperrt, aber offenbar war das ein Schritt in die richtige Richtung. Du drückst gegen die Scheibe, als der Pfeil nach Westen zeigt. Du spürst erneut einen Schlag und stellst fest, dass die Scheibe noch tiefer in die Steinringe eingesunken ist. Nach einem weiteren dumpfen Schlag sinkt die Scheibe noch ein kleines Stückchen in die Steinvertiefung. Die Veränderung ist kaum zu sehen, scheint aber einen Fortschritt darzustellen. Zunächst scheint nichts zu geschehen, als du ein klein wenig Druck auf die Scheibe ausübst, versinkt sie aber plötzlich in der Wand. Du hörst einen lauten Schlag und das Rasseln von Ketten und die Tür öffnet sich. Der Weg ist frei. Gut, war jetzt auch ein bisschen komplizierter und anders als gedacht, aber wir haben es ja letztlich geschafft, also alles gut. Bisschen rumprobieren hilft in den meisten Fällen dann auch schon mal aus. Es war nicht NWSDSO, sondern man, der Norden war quasi der Abschluss des Ganzen und es fängt dann eben bei Westen, Süden, Osten, Norden an. Hätte mir die Texte da besser durchlesen müssen. Finde die weiße Esse. Together. We're in this together. Mehrere Skelette wurden nebeneinander gelegt. Ihre Beine und Rippen sind gebrochen, doch zwischen ihnen wurde eine verbeulte kleine Abaddon-Statue zurückgelassen. Ich befehle den Truppen, die Treppe zu bewachen. Wir können sie eine Weile zurückhalten. Vasel's repairing the Guardians. Elune's preparing for the... Vasel repariert die Wächter. Elune rüstet sich für den... You can't be serious about this. Let's just wait those monsters out. Abaddon wouldn't let us... Das kann nicht dein Ernst sein. Warten wir einfach ab, bis diese Monster besiegt sind. Abaddon würde nicht zulassen, dass... Abaddon rewards earnest work, not begging and cowering. We must hurry. Abaddon belohnt ehrliche Arbeit, nicht betteln und kauern. Wir müssen uns sputen. Ach, dieser Soltun ist ein Sympath. Das ist unfassbar. Warum liegt da Gold? Das ist doch Gold, oder? Kann ich damit irgendwas machen? Nein. Arm yourselves, soldiers! They didn't teach us much about locks in the Brotherhood. Die Waffenkammer. Let's see. Oh ja, eine weitere Waffenkammer. Außergewöhnlicher Brusthaar nicht? Moment mal.
Ansonsten, ja, Helm mit Wiedergeweih, der übliche Zeug. Aber hier haben wir noch außergewöhnliche Brigantine, Armschienen der Abwehr, noch ein Gürtel. Ja, und Dietrich und das allgemeine Zeug. Pass mal auf, ihr wollt ja gucken wegen dem Helm, ne? Ihr wollt ja gucken, wem wir den Helm aufziehen könnten. Ja, würde natürlich toll aussehen. Wäre sogar besser. Ich gebe dem einfach mal ihm hier. So, plus 10% Nahkampfschaden. Er hat gerade plus 2 Macht. Ja, kann man... Könnte vielleicht auch bei ihr. Ich weiß es nicht. Plus 9 Abwehr. Nee, Abwehr ist gut bei ihr. So. Und die Fallen können wir mal gerade wieder wegpacken. Die brauchen wir definitiv nicht im Inventar. Ansonsten haben wir diese Notiz, die können wir auch wegpacken, das können wir wegpacken. Den Morgenstern packen wir mal hier hin. Außergewöhnlicher Brustharnisch. Unser kleiner Kampfmönch. Nur mal gucken, wie das ungefähr aussieht bei denen. Ja, das nützt ja nichts. Elof sieht immer aus wie so ein... Ich weiß es nicht. Na gut, der ist zwar außergewöhnlich, aber auch jetzt nichts absolut Besonderes, also packe ich ihn auch erstmal weg. So, will mich auch nicht Ewigkeiten damit aufhalten, hier jetzt Ausrüstung hin und her zu plustern. Irgendwas hat dieses Konstrukt zerrissen wie ein Kinderspielzeug. Was? We'll give ourselves for the battery. The records are here. Keep searching. Is this safe, Curate Ilune? No. It's necessary. Welche Aufzeichnungen? Abhandlungen über die Geschichte der Pargronen liegen offen und verlassen da. Aus einigen wurden Seiten gerissen. Uralte Schriftrollen wurden aus den Regalen gerissen und einfach am Boden liegen gelassen. Zauber und ein Trank. What is it? Und ich höre wieder überall das Heulen. Annalen der Pargronen. Oh je. Es war zu Zeiten Florenz der Flinkfüßigen, dass wir nach Kliaban Rilak kamen, an einen uralten Ort der Erbauer, wie die Einheimischen sagen. Es war ein wunderbarer Anblick, eine Tür im Berg, eingerahmt von einem paar ghoulischer Erscheinungen. Durch eine gerissene List gelang es Floren, unseren Gelehrten Zugang zu verschaffen, auf das wir studieren und aufzeichnen können, was im Inneren liegt. Wir entdeckten eine Art Gießerei, wie sie weder wir noch unsere entfernten Verwandten jemals gesehen hatten. Durch sorgfältige Beobachtung schlossen wir, dass die Altvorderen diesen Ort verwendet hatten, um Seelen zu extrahieren und in Rüstungen zu übertragen. Heikle und schwierige Arbeit, doch das Ausmaß, in dem sie darin Erfolg hatten, machte uns sprachlos und demütig. Am bemerkenswertesten waren vielleicht die Golems, lebende Rüstungen, von Essenz beseelt. Wir verloren zwei unserer Lehrlinge, als die Kreaturen uns unerwartet überraschten. Nachdem wir sie aber gebändigt hatten, erwiesen sie sich als höchst faszinierend. Wir wussten, dass unsere Gastgeber uns oder anderen neugierigen Reisenden nie wieder gestatten würden, diesen Ort zu besuchen. So machten wir uns umfangreiche Notizen über alles, was wir sahen, und nahmen genauestens Maß. Wir verzichteten auf das Essen und das Schlafen, bis die Arbeit vollbracht war. Wir erstatteten Floren über alles Bericht, woraufhin sie unser Werk lobte und uns eilig weitertrieb. Denn wenn ein solcher Ort verlassen im Wald liegt, wer weiß, welche anderen Mysterien Götter und Gestandene in diesem fremden und wilden Land zurückgelassen haben. Gute Frage. Gut, aber irgendwas wirklich Relevantes war jetzt hier auch nicht drin, oder? Zerrissene Schriftrollen und Bücher mit zerbrochenem Rücken bedecken den Boden vor den Regalen. Ja, das Archiv haben wir also auch gefunden. Diese Schreie. Ich muss diese Sirenen hier besiegen. Die Schreie, da komme ich echt nicht drauf klar. Es tut mir leid. Nehmen wir wie üblich alles mit, ist aber nichts Besonderes mit dabei. Ich glaube, die Zwerge, die hier gekämpft haben,
Ja, das waren nicht die bestausgerüsteten. Ich würde Sachen gerne mal aus Durganstahl finden, aber bisher haben wir daraus nichts gefunden. Wo sind denn die ganzen Waffen aus Durganstahl, die hier angeblich verkauft wurden? Ich habe keine gesehen. Ja, ein sternförmiger Riss strahlt von der Mitte dieses Tisches aus, als hätte jemand einen Hammer oder Streitkolben darauf geschlagen. Unter dem Tisch ragen die zwei Hände eines Skelettes hervor. If you say so, that'll do. Jede Menge glänzende Umhänge. Wofür haben die denn hier glänzende Umhänge gebraucht? Oh, da geht das schon wieder weiter, ey. Das ist doch unfassbar. Stand your ground! Ich glaube, mehr wird sie nicht von sich geben als Stand Your Ground. Fetch out best armors. They must stand up for the heat. Right away, Master Vasel. Ach, das ist Vasel. Diese Zangen, Picken und Ahlen wurden dazu gefertigt, Metall zu schärfen. Getrocknetes Blut bröckelt von innen ab wie Rost. Zersplitterte Schädel und gebrochene Knochen liegen zerstreut auf dem Boden. Die meisten Gebeine sind zu Staub zerfallen. Wie das meiste hier drin sowieso. Und hier ist ein Schlüssel zur Waffenkammer. Die hätten wir also gar nicht aufsperren müssen. Sondern das wäre auch so gegangen. Wo ist denn unser Meißelman? So, wir nehmen trotzdem mal alles mit. So. If you say so. There, up ahead. If you say so. If you say so. If you say so. If you say so. Diese Kugel wurde aus einem massiven Stück Adra gefertigt. Sie ist mit aufwendigen Gravierungen verziert, die sie wie ein Auge aussehen lassen. Interessant. So, und was mit euch? Ihr steht immer noch hier rum, aber tut sonst nichts. Ich bin keine Gefahr. Mich müsst ihr nicht aufhalten. Quickly, there's not much time. Nicht viel Zeit für was? Wenn die endlich mal ein bisschen klarer werden könnten in ihren Aussagen, ich wäre ihnen so dankbar. Alone, we've never introduced this much essence into the White Forge. It... Abidan gave us the tools, Vasel. We've got to make them work. Haben die mit der weißen Esse rum experimentiert? Deine Haut knistert, als du dich dem Kessel näherst. Er kocht vor Seelenenergie, vor Leben, die dreimal gelebt und gelagert wurden. Essenz strömt wie wirbelndes Wasser umher, über uralte Rohre und Zahnräder. Doch dort im Kessel liegt eine schwere Steinscheibe, mit Runen verziert und so blass wie Knochen. Du spürst eine Kälte deinen Arm hinaufsteigen, sobald deine Finger die Oberfläche der Scheibe berühren. Flüsternde Stimmen erheben sich aus dem Stein um dich herum, und aus diesem Chor ragt eine einzelne, feste Stimme heraus. Stop! These methods belong to us, to the Pargrunen. Halt! Diese Methoden gehören uns, den Pargrunen! Was ist hier passiert? You would steal from us, from the... Du willst uns bestehlen? Uns und... Abidan himself! You will regret your trespass. Abidan selbst. Das zornige Zischen umgibt dich. Du wirst dein Eindringen bereuen. Du hörst ein Knarren und Klicken in der Halle draußen, stöhnt und zischt etwas. Oh Gott, was habe ich getan? Es tut mir leid. Über das Binden von Seelen. Ach du Jemine. Die Ränder dieses Textes sind voll von Notizen. Die Seiten sind voller Tintenkleckse. Offenbar wurde der Text früher häufig gelesen. Das Entfernen und Übertragen von Seelen ist eine ebenso alte wie erhabene Kunst. Es ist erwiesen, dass die Enguitaner sie besonders gut beherrschten, auch wenn die Einzelheiten mit ihnen untergegangen sind. Unter diesen Absatz hat jemand gekritzelt: Annalen der Pargrunen, Seite 382 bis 386. Was über das Entfernen einer Seele bekannt ist, ist ein schwieriger Prozess, der eine erfahrene Hand und präzise Werkzeuge erfordert. Wenn er Erfolg haben soll, erste Versuche an insgesamt 100,
38 Ziegen haben die meisten Versuchsobjekte mit zerstörten oder zerspaltenen Seelen zurückgelassen. In 11 Fällen gelang es, die Seele erfolgreich zu entfernen. In 9 dieser Fälle verflüchtigte die Essenz sich, ehe die Forscher sie einfangen konnten. Die Worte "in Aufbewahrungsbehälter übertragen" wurden an den Rand geschrieben und unterstrichen. Der Prozess erfordert leitende Materialien, insbesondere Kupfer und Adra. Ein Eintauchen in Wasser ist nötig, um sicherzustellen, dass die Seele in gleichmäßiger und einheitlicher Weise gezogen wird, ohne Verzerrungen oder Brüche. Eine verzerrte Seele ist bestenfalls nutzlos und schlimmstenfalls unvorhersehbar. Ein Pfeil deutet von diesem Absatz zu einer gekritzelten Notiz. Extraktionsbecken in CR, 18 Fuß breit, 3 Fuß tief. Wir haben inzwischen den Prozess der Seelenübertragung gemeistert und haben gesehen, welche Vorteile es hat, Schmiedewerk mit der Essenz von Tieren und Wilden zu durchtränken. Zu erforschen ist noch, ob die Verwendung von Seelengestandenen eine noch größere Wirkung erzeugt. Wo wir die geeigneten Versuchsobjekte finden und wie viel Persönlichkeit und Unabhängigkeit wir in diesem Fall intakt lassen sollten. Dieser Absatz ist mit mehreren Notizen versehen, angefangen mit Verbrecher, Kriegsgefangene, Freiwillige und endend mit Essewächter in Druckbuchstaben. Ich glaube, diese Essewächter warten, diese Essewächter warten gerade draußen auf mich. Bücher und Seiten voller Gleichungen und Essenzmengen sind über diesen Tisch verstreut, als hätte sie jemand eilig durchgewühlt. If you say so. That'll do. Hallo. Hallo. Oh oh. Ich hätte hier vielleicht nicht einfach so reinrennen sollen, oder? Ja, die Kämpfe sind durchaus herausfordernd, auch auf dem niedrigsten aller Schwierigkeitsgrade. Ist das nicht gerade ein Kinderspiel? Zumal ich, also gut, ich habe jetzt noch keine besonderen Fähigkeiten eingesetzt, sondern nur pro Begegnungsfähigkeiten. Insofern ist das noch nicht so dramatisch, aber das sind schon vergleichbar mit dem Adra-Drachen. We'll stand ready, Kommandant. Da kommen die Schreie her, ich wusste es doch. Hat ihn wieder da oben hingezogen, warum? So, alles wieder schön einpacken. Ich habe gerade die Befürchtung, dass wir da oben einen kompletten Raum vergessen haben. Oder, dass es... Ach nee, wir gehen hier wahrscheinlich im Kreis, oder? Das wäre formidabel. Abidan, guide us. Genau das, wir gehen im Kreis. Diese Mauer war einen Meter dick und aus massivem Stein und doch hat etwas sie durchbrochen. We'll hold them off as long as we can. Hört doch bitte auf! Bitte hör auf! Felsen und Steine sind aus der zerstörten Wand gefallen. Man bräuchte mindestens ein Dutzend Aumaua, um auch nur einen einzigen davon zu bewegen. Ja, ich wusste es doch. Gleich zwei von denen. Hoffentlich ist jetzt endlich mal Stille. Das schaudert mich gerade wirklich bis in die Knochen, bis ins Knochenmark. Die Ecken dieser Tafel sind abgeschlagen, ansonsten ist sie aber in einem guten Zustand. Die Inschrift auf der Tafel lautet: Wir lassen uns in einem fremden und wilden Land nieder, doch wir erinnern uns unserer Wurzeln.
Wir mögen weit entfernt sein, doch wisse uns als Verwandte. If you say so. Got it done. Ein schöner Ring. Wir, die wir Schulter an Schulter mit den ältesten Reichen der Gestandenen stehen, senden dich aus. Ehre uns, so wie wir uns an dich erinnern. Unsere Türme aus Stein mögen umgeben sein von Toren aus Koralle. Dennoch sind wir Pargronen. Schreibe unseren Namen in deine Halle und dein Herz. Sinne nach über die, die vor dir kamen und die, die nach dir kommen. Erinnere dich zuerst an deinen Vater, zuletzt an deinen jüngeren Bruder. Doch wisse, alle Pargronen sind deine Verwandten. Was auch immer das zu bedeuten hat und was auch immer das hier ist. Auf diesem Globus sind die verschiedenen Pargronensiedlungen in Eora eingezeichnet. Naja, wir werden uns das genauer anschauen, allerdings in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir uns den Globus anschauen und die Minen hier unten weiter erkunden werden. Und bis dahin, es tut mir leid, es schaudert mich die ganze Zeit bei diesen Stimmen, bei diesen Schreien. Ich verabschiede mich mit einem mittlerweile nervlich völlig fertigen Tschüss.